Diesmal eine Übung zum verminderten Dreiklang. Mir ist bewusst, dass es unterschiedliche Systeme der Benennung gibt. Wir werden erstmal den verminderten Dreiklang allerdings wieder nach dem tiefsten Ton der Terzenschichtung benennen. Das heißt also, dass wenn der tiefste Ton, heute nehmen wir mal E, ist, dass wir diesen Dreiklang dann E vermindert nennen. Zuerst suchen wir uns den Ton, über den wir die Terzen schichten wollen, in diesem Fall das E. Wenn wir das mit den Stammtönen machen, dann entsteht der uns schon bekannte E-Moll-Dreiklang. Links sehen wir die Struktur, die wir brauchen, wie gewohnt. Dass unten die kleine Terz ist, das haben wir in einem vorherigen Video schon gesehen. Und beim E-Moll-Dreiklang ist natürlich oben die große Terz und die müssen wir verkleinern, indem wir den oberen Ton nach unten alterieren zum B und dann erhalten wir den verminderten Dreiklang. Kleine Zusatzinformation zu dem, was ich vorher gesagt habe. In der sogenannten Funktionstheorie wird dieser Dreiklang als Rudiment eines Akkords begriffen. Das heißt, wir haben diesen verminderten Dreiklang und denken uns, dass darunter noch ein Grundton anzunehmen ist. Dementsprechend wäre, wenn man von dieser Auffassung ausgeht, natürlich nicht das E der Grundton, sondern das C. Warum diese Funktionstheorie dieses C annehmen muss, dazu wird es bei Gelegenheit mal ein Video geben. Aber ich denke, es ist ganz gut zu wissen im Hinterkopf, dass es sowas gibt. Und da kann demnächst mal, wenn euch das erzählt wird, vielleicht die eine oder andere Erinnerung entstehen. Das wäre es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.